06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Julian Schauerte, man hat sich den Abend mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Woran lag es heute, dass Rödinghausen eigentlich ja sogar fast verdient gewonnen hat? Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ganz okay reingekommen, muss ich sagen. Aber dann so nach den ersten 5 Minuten haben wir die Schärfe in den Zweikämpfen einfach vermissen lassen. Diese 50-50 Bälle haben wir nicht durchgezogen. Dadurch ist das Pressing nicht so angeschlagen. Wir haben dadurch keine hohen Ballgewinne gehabt. Wir haben Rödinghausen damit nicht beeindrucken können, wie wir es sonst immer gemacht haben. Und dadurch haben sie sich in das Spiel reingefightet und wir eher weniger. Und dadurch haben wir dann auch das verdientes 1-0 gekriegt. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, dann so das irgendwie umzubiegen. Angerannt hatten jetzt aber auch keine großen Chancen. Da hat die Durchschlagskraft vorne gefehlt und deswegen haben wir verdient verloren. Woran liegt es dann, dass an so einem Spiel vielleicht man es auch nicht erzwingen kann? Ich meine, muss dann ja nicht immer eine fußballerische Schönheit sein, aber manchmal reicht es ja auch, so ein Ding irgendwie durchzubiegen. Ja, ich muss sagen, das haben wir dann auch nicht ganz clever gemacht. Also dann musst du halt einfach mal die Bälle in den letzten Viertelstunden einfach mal nach vorne hauen und auf die zweiten Bälle gehen, dass irgendwie einer durchrutscht. Und wir sind halt eher auf diese Spielen aus, aber in so einer Situation brauchen wir vielleicht mal ein bisschen die Brechstange. Und das hat auch nicht funktioniert und dann haben wir auch keine großartigen Chancen gehabt. Max Schulze, News, Rödinghausen wird wahrscheinlich auch auf sich kein gutes Pflaster für uns sein. Woran lag es eben heute, dass es am Ende nicht mal für einen Punkt gereicht hat? Ja, das war insgesamt einfach viel zu wenig. In der ersten Halbzeit haben wir uns wirklich durch ein Pressing, lautstarkes Pressing vom Gegner aus dem Spiel bringen lassen oder beziehungsweise erst gar nicht reinkommen lassen. Und dann war das einfach insgesamt viel zu wenig. In der ersten Halbzeit geraten dann auch, glaube ich, nicht ganz unverdient in Rückstand. Und haben dann in der zweiten Halbzeit natürlich versucht, nochmal alles reinzuhauen, alles dafür zu tun, hier nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Aber an so einem Tag wie heute ist uns einfach wenig gelungen. Ich glaube, zweite Halbzeit, so das Engagement, kann man uns da nicht absprechen. Aber es hat einfach viel nicht geklappt, nicht funktioniert. Ball verstolpert gegen aggressiven Gegner. Und von daher verlieren wir das Spiel heute. Hat Rödinghausen vor allem in Durchgang 1 einen fast mit den eigenen Mitteln so ein bisschen geschlagen? Sie haben stark gepresst, Sie haben selber auch gut Fußball gespielt. Ja, also kann man, denke ich, schon sagen. Also ich glaube, der Plan von Rödinghausen ist aufgegangen. Sie haben leidenschaftlich gekämpft, aggressiv ins Pressing gegangen und haben dazu noch einige gute Ballpassagen gehabt, die uns das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht haben. Von Entscheidungen zu sprechen, dafür ist es zu früh, aber so eine Niederlage muss man jetzt auch im Kopf wahrscheinlich erstmal verarbeiten. Ja, die Niederlage tut natürlich sehr, sehr weh, aber jetzt geht es in 3-4 Tagen schon weiter und da werden wir wieder voll da sein und möchten die 3 Punkte holen und dann, bis da nicht alles entschieden ist, werden wir alles dafür tun, jedes Wochenende die Punkte zu holen. Sascha Ehmann, das war heute eigentlich in vielen oder allen Teilbereichen ein bisschen zu wenig und dann steht man gegen einen guten Gegner am Ende ohne Punkte da, kann man es so zusammenfassen? Also ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit viel zu wenig gezeigt haben, was Zweikampfhärte, Aggressivität betrifft. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, über irgendwelche taktischen Dinge, wenn du die Grundtugenden vermissen lässt. Und die haben wir in der ersten Halbzeit vermissen lassen, diese Einsatzbereitschaft, diese Zweikampfhärte, die du hier brauchst. Der Gegner hat es dann einfach gehabt, weil wir immer ins Pressing reingespielt haben, weil wir einfach die entscheidenden Duelle verloren haben. Dann ist es so, wie es ist. Die zweite Hälfte rennst du dann zwar an, und ich glaube, Jules Schwadorf tritt noch über den Ball, lässt dann noch 2, 3 große Dinger liegen. Aber ich glaube, heute hätten wir noch eine Stunde spielen können, wir hätten kein Tor geschossen. Das war einfach von Grund auf, von der ersten Minute an bis zum Schluss einfach keine gute Leistung von uns. Kann man da irgendwas machen in so einem Spielverlauf noch als Trainer, dass man in die Köpfe der Jungs kommt? Das ist ja eigentlich auch hinten raus, kann man ja manchmal noch die Brechstange auspacken. Ja, aber es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Du kennst mich ja, so mein Spruch, aber natürlich trotzdem, wenn du die erste Halbzeit so verschläfst wie wir, ist es auch schwer gegen einen sehr motivierten Gegner, der alles rausgehauen hat, der dann gut verteidigt hat. Und wir haben es eben nicht geschafft, uns vorne entscheidend durchzusetzen. Es war einfach zu wenig, um heute hier 3 Punkte zu holen. Einmal aufgreifen, können wir deinen Spruch noch insgesamt auf die Liga betrachtet. Es ist ein Rückschlag, der wehtut, ja, aber mehr nicht. Es ist, ja, natürlich, der tut sehr weh. Gerade im Anbetracht vor 2 Tagen noch das Spiel Essen, wo wir wirklich eine gute Leistung gezeigt haben. Dann 2 Tage später heute. Gut, ich habe auch eine junge Mannschaft auf dem Platz, das muss man auch mal sagen. Ich glaube, es spielen viele Faktoren eine Rolle für die Niederlage heute. Und jetzt müssen wir uns straffen und wir haben nicht lange Zeit. Samstag geht es wieder weiter. Ist das auch wieder gut so, dass es schnell weitergeht mit straffen Programm? Ja, wenn ich alle Spieler zur Verfügung hätte, wäre das so. Aber leider fehlt uns Marvin Thiel und Yannick Borgmann immer noch.
Und es wäre natürlich heute auch mal eine Alternative gewesen, aber okay, so ist die Lage im Moment und wir machen das Beste draus.